So, hallo zusammen. Ich stehe jetzt hier vor der Einsatzzentrale. Und so, jetzt muss ich mal gucken. Ich soll ja hier heute den DAF übernehmen. Habe jetzt aber erfahren, dass ich eigentlich nur eine Tour fahren soll damit. Und danach kriege ich wieder eine andere Schüssel. Weil mein LKW, ich kriege anscheinend ganz neuen, aber ich weiß noch keine Details. Deshalb bin ich jetzt erstmal von Calais hierher nach Amsterdam rüber geschippert. Zur Hauptzentrale, die ist hier. Und da muss ich jetzt gleich mal einen DAF abholen. Aber der ist jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, nur kurz in der Werkstatt was auswechseln. Und ja, da gehen wir erstmal schön dabei erstmal was essen und Tasche aus dem Auto holen hier und dann wollen wir mal gucken gehen. So, jetzt haben wir schon gegessen in der Trucker-Kneipe, habt ihr schon gesehen. Lecker Bratkartoffeln und Spiegelei und ein bisschen Gemüse dazu. Also eine Gurke. Das war's. Und ja, hier ist ja der DAF, mit dem müssen wir jetzt erstmal irgendwo nach, ach was ich, irgendwo im tiefsten Norden müssen wir hoch. Wohin weiß ich noch nicht genau, ich muss gleich die Papiere abholen. Und ja, einen Auflieger muss ich jetzt erstmal abholen und da kriege ich danach meine Papiere und dann wollen wir mal gucken, wo es hingeht. So, dann wollen wir schön einsteigen. So, jetzt sitzen wir drin hier in unserem DAF-Eumel. Ja, was gibt's hier viel zu sagen? Nicht. Mein Kühlschrank dabei, meine Klamotten, meine Sonnenbrille, meine Sonne tief steht. Ja, sonst ist hier nicht viel drin. Der Rest gehört hier Charlie, dem die Bude gehört, oder der mit hier täglich rumguckt. Ja, wollen wir mal sehen, wenn wir schon rumkriegen die Woche. Jetzt schauen wir mal, ob der vollgetankt ist. Sieht gut aus. Fehlermeldung zeigt auch keiner an. Das ist gut. Dann holen wir mal einen Hänger. Ich weiß soweit, dass ich Gitterboxen geladen kriege. 108 Stück, also im vollen Zug. Wird also nicht allzu viel vom Gewicht ausmachen. Eine Gitterbox hat, glaube ich, so um die 60 Kilo. Oder 80 Kilo, ich bin mir nicht ganz sicher. Mal 108 Stück, dann wisst ihr, was ich geladen habe. Der Hänger soll nämlich da drüben stehen, wie ich sehe. Ich glaube, ich habe schon stehen sehen. Da drüben steht nämlich in der Werkstatt, haben sie noch was ausgewechselt. Und ja, dann gucken wir mal. Dann kriegt er noch meine Papiere. Und ja, dann geht's eigentlich schon los. So, mal rüberschüsseln hier. Ach, guck mal, das ist ja Gitterbox 3 hoch, dann ist es ein Megatrailer. Genau, ein Megatrailer. Den fahren wir ja nicht so oft hier, ne? Den fahren wir ja ganz selten. Na ja, gut. Jo, dann. Dann gehen wir mal Papiere holen, alles. Und aufkuppeln und dann geht's los. So. Jetzt haben wir Papiere haben wir gekriegt. Zieh mir. Gucken wir mal. Hänger ist dran. So sieht die Kombo aus. Der war nach Helsinki Schüsseln. Loading Version halt, ne? So. Dann wollen wir los schüsseln. 6480 Kilogramm. Ist jetzt nicht so atemberaubend viel. Aber gucken wir mal. Aber klar, dass wir da eine rote Ampel kommen hier. So, ist immer noch Herbst, wie man sehen kann. Es hat aber schon geschneit. Hatte schon, ja, ist richtig. Aber ich hoffe, dass im Norden nicht schneit. Ich habe keinen Bock im Winter zu fahren. Alle fahren sie nämlich alle bloß wieder 50 oder 60 auf der Bahn. Da habe ich überhaupt keinen Bock. Jetzt erstmal raus hier aus Nürnberg und dann gucken wir mal. Könnte eigentlich nochmal schnell aufs Klo gehen, ey. Ich muss unbedingt nochmal aufs Pinkeln hier. Hier an der Hecke, komm. Dann gehen wir nochmal schnell auf Scheiß aus. Bevor es losgeht. Später kriegen wir wieder keinen Parkplatz hier. Schnell pinkeln.
So, dann mal los. Fahren jetzt erstmal auf der A9 Richtung Berlin, dann fahren wir rüber Richtung A7. Die sind schön ausgebaut und da kann man dann schön Stoff geben. Ich bin vorher noch kein DAF gefahren. Wollen wir mal gucken, wie sich die Hütte verhält hier. Aber macht so einen schicken Eindruck, ne? Kann man nicht sagen. DAF sieht schön aus. Im Gegensatz zu meiner Aktrose, die ich in den letzten Wochen gefahren bin. Ja, sieht doch schick aus. Ja, alles schön übersichtlich. Die Stauwege sind schön groß. Ich habe es ja immerhin geschafft, dass ich jetzt mal einkaufen war. Ein paar Dosen geholt, hier so lecker Linsensuppe und so. Kennt ihr ja bei Linsen, da kann der Arsch gut grinsen. Lecker. Fährst du hier 10 Kilometer und dann gibt es schon den ersten Unfall. Mann. Ihr habt alle einen Schaden hier. War jetzt echt knapp, ey. Puh. Gib mir schon die Düse hier. Ich werde mal einen Schluck trinken hier. Eingeloggt, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir es 10 Uhr vormittags. Mal gucken, dass wir bis kurz vor Kassel kommen. Dann mache ich da meine 45 Minuten Pause. Da wollen wir noch genüsslich was essen. Schauen wir später es dann. Vielleicht gibt es dann eine Bildsuppe. Mal sehen, wie es mich bockt. Mal sehen, ob wir das jetzt hier alles schaffen, ohne Stau, ohne Baustelle und den ganzen Schmodder, wenn wir da schon durchkommen. Verbot. Ich habe nichts gesehen. Aber der kommt ja nicht mehr wieder nicht aus Knick hier, der Weiße. Was ist das, Mazda oder was? Mann. Die schnarchen hier aber alle. Guck dir das an. Kann ich ihn mal überholen hier? Thank you.
guckt euch an, ey, ihr fahrt wie die Henker hier. Siehst du sie, dass ich blinke? Mann. Kriegst du echte Macke hier. Die meinen alle, die Autobahn gehört ihnen alleine hier. So, was ist los jetzt hier? Warum kriegst du hier so rum? Was ist los? Muss ich dich holen? Was ich komme, Berg schaffe ich doch eh nicht. Guck hier. Da schwindet die Power. Dirk. Was ist denn los hier? Wollt er nicht oder könnt er nicht? Ich gibt's doch nicht. Jetzt bauen wir die Dinge mehr auf den Sack, hä? Komm, das Bäumelchen. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Meine Fresse. Komm, ich hole jetzt. Ich hab schon das voll hier. Ich will noch ankommen heute. Fahrt ihr jetzt 75 auf der Autobahn? Er ist eine Meise hier. Hermsdorfer Kreuz, da sind wir noch richtig. Da sind wir noch richtig. Was ist denn jetzt los? Vergiss es, hau ab mit deiner Hütte hier. Erst der Kuchen, dann die Krümel. Deutschen hier oder auf der Autobahn in Deutschland, da musst du fast schon fahren wie in Italien, ne? Da fahren die ohne Rücksicht auf Verluste, da fahren die einfach, das ist wurscht. Ohne Blinken und mit Hupen und hast du nicht gesehen. Aber bei uns hier, da musst du fast genauso fahren. Die haben alle eine Meise hier. Naja, so ist es halt. Dänemark. Muss die da hoch? Jetzt meine Gitterbox nicht mitnehmen können, ne? Ist doch leer. Voll. Muss bestimmt den gleichen Weg fahren wie ich hier. Aber schön ruhig heute hier. Der Verkehr ist wenig los, ist nicht anstrengend, ist schön. Zum Fahren jetzt hier auf der, was sind wir denn überhaupt, auf der A4. Ist ganz gemütlich hier rüber zu schippern. Ist ganz in Ordnung. Kein Stress, kein Heckmeck. Wundert mich eigentlich. Anfang der Woche, Montag, zu wenig Stress. Nee.
gibt auch andere Tage. Freitag zum Beispiel. Freitag, da fahren sie alle wie die Schweine. Da wollen sie alle nach Hause. Wirklich alle. Jeder will seine Ladung noch loswerden. Jeder will ins Wochenende. Jeder will da noch hin und da noch hin. Naja, so ist es. Am Montag, Dienstag geht noch so. Aber die restlichen Tage dann richten Wochenende zu. Da ist kurz, bloß noch kurz angesagt. So, sind wir jetzt hier wieder für Schnachnasen unterwegs hier. Erfurt Kassel, das ist Bundesstraße, ne? Die Bundesstraße fahren wir nicht. Ich liebe die Autobahn. Mein Chef soll ruhig mal zahlen, ist mir wurscht. Der kann ruhig zahlen. Soll was tun für den Staat. Auf der linken Spur bleiben, dann kommt die nächste Abfahrt hier wieder Bundesstraße Richtung Erfurt, Magdeburg, Nürnberg. Einige werden sich bestimmt beschweren, ja, hier Mittelspur, Schleicher, weil sie ja schon rechts überholen. Da sehe ich doch gar nicht ein jetzt hier, dass ich dann da noch hier links rüberziehe. Das war Wurst. Aus. Ich hoffe, dass es nicht mehr regnet hier. Naja, im Endeffekt ist der Boogie. Ob es regnet oder nicht. Bloß da fahren sie wieder alle wieder 10 km langsamer, wenn es regnet. Ist ja eigentlich auch richtig so, ne? Aber wenn die Autobahn leer ist, so wie jetzt hier, ist nicht viel los. Aber da fahren sie dann trotzdem alle 10 km langsamer. Langsam zu kriechen. Kartoffeln hoch. Gibt's ja gar nicht. Jetzt müsste dann bald die Abfahrt kommen, die ich runter muss. Auf die A7. Und dann geht's eh schön dahin. Erstmal bis hoch Kassel vorbei, Hannover und Hamburg und geht's erstmal schön hoch. Frankfurt, Stuttgart, nee, ist falsch. Ist immer noch falsch. Dann ist es die übernächste Abfahrt. Kurz vor Kassel ist es, da müsste nochmal ein Rasthof kommen, dann machen wir dann die 45 Minuten Pause. Und dann geht es eigentlich eh schon wieder stramm.
morgen weiter. Gucken, ob wir dann bis Hamburg kommen. Muss mal sehen, wie es zeitlich dann ausgeht. Da ist immer was los. Da ist immer die Hölle los. Ich dachte, da kommt noch vor Kassel. Ich hab mich getäuscht. Scheiße hier. Egal. Geht's nach Dortmund, Paderborn, die A44. Mit langsamer fahren hier. Hier ist wieder. Schon Kassel. Siehst du, geht schön flüchtig ran hier. Haben wir ja Kassel Ost, Eisenreich, Kaufungen. Aber wir fahren schön weiter. Das sieht man schon hier auf der A7, ist gleich wieder viel mehr los hier. Da. Bremsen tut man ja auf der Abfahrtsspur hier, nicht davor. Pfeife. Mann. Ja, man merkt, A7, Verkehr mit mir hier. Sachsen. Guck mal, hier Hamburg 300, Hannover. Ah ja. Schauen wir erstmal, dass wir auf den Astor 4 kommen und dann Pause machen. Da kommt sie schon ein Schild. Was ist denn überhaupt für ein Astor 4? Mal gucken hier. Harz. Der Harz.
Seite. So, dann wollen wir Pause machen.